Jo Leute, was geht ab? Flo ist wieder am Start. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde World of Tanks. Und ja, heute ist ein bisschen was anderes. Ich weiß nicht, ob euch es auffällt. Ich sitze so ganz komisch irgendwie. Oh, sieht so anders aus. Ich habe nämlich einen neuen Stuhl. Dann war ich beim Friseur. Und ich habe auch noch einen neuen Monitor. Das heißt, der ist jetzt ein bisschen größer. Hier die Webcam sitzt höher. Und irgendwie sieht das komplett anders aus. Und ich weiß noch nicht, wie ich das regeln soll. Ja, keine Ahnung, also gefiel es mir vorher besser. Okay, aber wir sind jetzt hier in World of Tanks, darum soll es jetzt nicht gehen. Der Sapi, der will eine Runde mit mir spielen, beziehungsweise ich will eine Runde mit ihm spielen. So, und deswegen hole ich jetzt mal den Sechserpanzer raus. Wir sind auf dem Weg zum Funkgerät. Warte mal, baue ich das in das Funkgerät 12, baue ich das in den Tiger dann auch ein? Ja, komm. Dann baue ich das hier auch ein. Dann forsche ich das auf jeden Fall mit. Ich brauche sowieso noch ein paar Spielübungen, bis ich mal in die 7er vorstoßen sollte. Okay. Auf geht's. Sapit ist auch bereit. Dann steht einem Gefecht nichts mehr im Wege. Schön direkt die dicken Klopper dabei. Ich habe etwas länger jetzt nicht gespielt, World of Tanks. Und da freut man sich doch direkt gegen die dicken Achter zu spielen. Sapi mit seinem Fünfer wird sich auf jeden Fall richtig wie Bolle freuen. Naja, schauen wir mal, was das so gibt. Wow. So. Schauen wir mal. Also, der weiße Kreis, hat mir der Markus gesagt, ist der Kreis, in dem ich auf jeden Fall gesehen werde. Egal, wo ich stehe. Ist das richtig? Ich glaube schon. Was ist dann der blaue Kreis? Fragen über Fragen. Das könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Warum habe ich denn so wenig FPS? Das ist ja eine Katastrophe. Ah, jetzt geht's langsam. Okay. Gut, wo fahren wir hin? Ich fahre mit dem Sa. Fahre ich hier hoch? Ah, ich fahre hier hoch. Ich fahre hier mit hin. Das ist, glaube ich, ein guter Weg. Und ich als kleiner Panzer sollte jetzt nicht so vorspacken, sondern fahre lieber eher Richtung ein wenig hinterher. Richtung ein wenig hinterher, das war gutes Deutsch, Flow. Naja, schauen wir mal, was so geht jetzt hier. Oder wird der erste schon aufgedeckt? IS-3, der dickste Babbo im Bus. Ich fahre auch hier oben her. Oh, wenn die mal nicht da oben alle abgeschossen werden. Oh. So, schauen wir mal. Steht aber schon 1:0 für uns. Bei der Taktik habe ich irgendwie so ein bisschen Schiss, dass die uns stumpf unsere Basis einnehmen. Ich hoffe, die beiden DT-32 und der Bulldog werden da jetzt nicht überrollt, dass sie von da durchstoßen. Ansonsten haben wir nicht mehr so viel da hinten stehen. Hier geht's aber auch hoch. Lecko Fifi, ey. Mein Gott. Gut, dass ich den dicksten Motor drin habe, sonst würde ich hier wahrscheinlich runterrollen. Okay. Den Bärchen haben wir gleich geschafft. Oh, da wird. Oh, der kriegt drauf. Der kriegt Schaden, der kriegt Schaden. Noch mehr. Nein. Das war's. Peacemaker. So, nach dem ganzen Rumfahren hier, komme ich langsam mal zum Zug vielleicht. Da hinten ist einer. Und da oben auch. Kann ich ihn so von hier oben zur Strecke bringen? Nee, ist schon kaputt, okay. So, ich brauche mal hier oben mehr. Mit den anderen. Mit dem Sapid und Cookie. Ach du Scheiße, die Basis. Ach du Scheiße. Ah, ich hab's gesagt, Freunde. Wäre ich mal hinten geblieben, ja, Scheiße.
was. Komm, tötet ihn. Der denn? Schönes Ding. So, und jetzt entweder schnell zur Basis oder schnell zurück. Eins von beiden. Ich würde sagen, schnell zur Basis. Zurück kommen wir nicht mehr. Oh, oh. Hoffentlich verteidigen die das dann noch einigermaßen gut. Okay, das dahinter. Jungs, verteidigt das Ding. Verdammt! Den hätte ich erwischen können. Irgendwie bei den Achter. Können die den? Jawohl, schön. So, weiter geht's hier. Dübt halt die Ketten ab. Unsere Basis wird... Oh nein, nein! Uiuiuiui. Ach du Scheiße, Freunde. Wow. Er sieht gut aus. Es sieht wirklich gut aus. Als wenn wir das Ding jetzt hier noch erobern könnten. Schön. Ich weiß nicht, wie viele hier noch irgendwo rumgeiern, aber... Oh. Oh, 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 wo stand die denn? SU 1412? Ich werde jetzt auch mal so langsam rein. Die sollten sich am besten ein bisschen bewegen. Jetzt kommt die Arti gleich. Na los, komm noch. Wow, 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 wow. Das nehmen wir ein, das nehmen wir ein. Jawohl. Ja, haben wir doch, Freunde. Ein taktischer Sieg. Aber auch Komplimente an unsere Kameraden, die das Ding gehalten haben. nice. Sehr gut. Auf 505 Punkte, nur ist echt nicht viel. Aber ich habe auch nicht viel Schaden gemacht. Der Sapid, ja, wir haben ungefähr gleich Schaden gemacht. Aber er hat einen 5er Panzer, nicht einen 6er. So, habe ich hier noch... Habe ich das geschafft? Aufträge? Kampagne? Whatever, weiß ich nicht. Belohnung, ja, läuft. Gut, so, dann nehmen wir doch nochmal den Hetzer hier. Wir uns da auch nochmal den Sieg des Tages. Zack, ich gucke mal auf bereit. So, was haben wir denn da noch Schönes? Ja, 861 Erfahrung haben wir dann nur. Da hat der Markus mir, glaube ich, auch erzählt, dass ich hier die Kanone auf jeden Fall nehmen sollte. Die Pack 39 L48, weil ich die dann hier auch kriege. Ja, Pack 39 L48 und die ist schon ziemlich gut. Und die brauche ich nachher sowieso, um... An die zu kommen, ist die noch besser? Oh ja, ich glaube wohl. Okay. Ist der Sapi soweit bereit? Jawohl, Hetzer, Hetzer. Dann machen wir jetzt mal eine ordentliche Hetze-Power-Runde. Gucken, wie das so klappt. Die erste Runde war ja schon gar nicht schlecht. Schauen wir mal, sagt der Kaiser. Ist das denn hier schon 20 Sekunden in der Warteschlange? Da bin ich aber Besseres gewohnt. Okay, jetzt geht's los. So, schauen wir mal. Schauen wir mal, sagt der Kaiser. Schon wieder, ey. Mit den Vierern gegen die Sechser. Oh, oh, oh. Auf der Map kann man sich, glaube ich, auch nicht so geil verstecken. Aber ich kann mich natürlich auch irren. Sehr kleine Map. So, wohin mit uns? Irgendwie da hinten und versuchen auf den Punkt zu ballern. Oder ballern zu können. Das ist hier die Frage. Ich glaube, das machen wir so.
Irgendwo so bei D1 oder so, oder C1. Schauen wir mal. Jawohl, da wird direkt geballert, löblich. Löblich, löblich. Guck mal, der Sapiti sogar mit einer, so einem Tarn, mit so einem Skin. Oder wie man das so nennt bei Panzern, keine Ahnung. So, hier wird direkt durchgebrochen. Da wollte ich eigentlich nicht hin. Ich wollte eigentlich noch weiter Richtung Westen. Also, Abit fährt ja einfach so durch die Dinger durch. Kennt da nix. Die Basis ist gerade schon kurz eingenommen. Okay, ich fahre jetzt einfach mal hier weiter und fahre jetzt mal hier links rein. Mal gucken, was hier gleich so ankommt. Ich verstecke mich mal da vorne im Busch. Oh, fuck. Scheiße. Der ist doch gar nicht schlecht, der Busch hier, oder? Können hier vielleicht irgendwelche Gegner kommen oder ist das... Wahrscheinlich nicht, ne? Okay, ich rück mal ein bisschen vor. Dass der Sapi da ganz alleine ist. Das wollen wir ja nicht. Ich bin jetzt schon ein bisschen weit gefahren. Ich wollte gar nicht so weit eigentlich. So, ich versuche jetzt mal mich hier... Der Sapi ist da, dann werde ich mich mal hier hinstellen. Ein bisschen die Basis decken, oder? Ja, ich fahre hier mit weiter, komm. Vielleicht kriegen wir da die ein oder andere Arti. Ja, schauen wir mal. Ja, voll! Der Sapit grillt sie wieder hier. Auch ohne Grille. Mann, toll. So, 100 so mehr. Kommen wir hier von ganz von der Seite. Boah, der Sapi holt sich schon wieder ein. Ich komme gar nicht hinterher. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Mal jetzt. Neun über. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Sauber, nicht mal angekratzt. Oh. Wie ärgerlich. Wie ärgerlich. Da gebe ich mal einen Schuss ab und dann. Und dann sowas. Das ist ja wirklich traurig. Da ist noch irgendwo was. Komm, ich fahr jetzt hier mit. Ach, die feindliche Basis wird schon erobert. Das ist ja ein Träumchen. Ein Traum in Ockergelb, Freunde. Oh, da wäre noch einer gewesen. Der 3601H, den kenne ich doch irgendwo, ja. Ja, das läuft erschreckend gut, ehrlich gesagt. Also, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Toll. 272 für Doppelerfahrung. Und der Sapi räumt hier richtig ab. Drittbester. GG. Gut gespielt. Ja komm, dann spielen wir noch einen mit dem Großen hier. Und dann sind wir auch glücklich. Ich glaube, ich müsste mal die Grafik ein bisschen runterstellen, oder? Irgendwie hat das gerade ein bisschen... Achso, ne, ich habe die letzte Mal schon runtergestellt. Aber ich hatte es halt gerade ein bisschen... geruckelt, möchte ich mal fast behaupten. Und das ist natürlich nicht so schön. Oder kommt das wegen dem Modpack? Das frisst das Modpack viele Ressourcen? Das würde mich mal interessieren. So, der Sapi mit dem dicken Max.
Start. Er macht jetzt hier gerade den dicken Max, sozusagen. So. Oh, auf diese Map habe ich schon oft aufs Maul bekommen. Hab ich relativ schlechte Erinnerungen dran. Aber okay. So, wo fahre ich denn hin? Ich glaube, ich fahre stumpf aufs Ziel zu. Oder so A5, A4 oder so da oben. Legen wir los! Schauen wir mal. Was ist denn die für ein Ameisenhaufen? Krass. So. Ja, ich fahre da oben auch mal hin. Das ist, glaube ich, gar nicht so dumm. So. Fällt der Saab wieder mit seinem dicken Max hin. Oh. War das schon einer? Krass. Dann werde ich mich mal ein bisschen kurz hinstellen und gucken, ob ich da was wegsnipen kann. Hier ist scheiße. Hier ist richtig scheiße. Was denkst du dir denn da wieder bei, Flo? Okay. Fahren wir mal rum in den Felsen. Vielleicht von hier. Ist hier vielleicht ein bisschen besser? Na, guck mal. Boah, wie viele sind denn da vorne? Gott, ey, da muss ich auf jeden Fall mitmischen. Das ist ja die ganze Panzergang von denen. Hätte ich besser auf der Mitte da bleiben sollen. Ich weiß es doch nicht, Freunde. Von hier vielleicht? Kann ich den da... Dann müsste ich auch wieder weiter runterfahren. So, mal gucken, ob wir hier was erwischen können. Schönes Ding. Sauber. So, den Richtschützen habe ich wieder ins Leben zurückgeholt, sozusagen. Kommt ruhig raus. Schönes Ding. Abpraller? Nein! Wir sind bewegungsunfähig! Fahrer verwundet! Wir können nicht mehr so schnell fahren! Wir haben's. Fahrzeug zerstört! Oh Gott, 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 oh Gott. Das war jetzt nicht gut. Oh. Das ist da in die Lücke reingefahren. Das war richtig dumm. Oh. Und dann viele Abpraller gehabt. Das war kein gutes Spiel, aber Gott sei Dank haben wir den Sieg des Tages schon. Naja. Gut, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch und ich hoffe, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Danke an Sapin fürs Mitspielen und bis dahin, bleibt sauber. Ciao, ciao.